Und mal wieder der gute Ahmad. Er ist wirklich so ein Running Gag hier auf diesem Kanal. Und Kaiser hat auf ihn reagiert, auf seine Reaktion wiederum reagiert. Und zwar mit der Überschrift: Ahmad, dein Ernst? Fragezeichen, lol. Und ja, ich habe ja einige Videos über Ahmad gemacht. Angefangen von diversen Zerlegungen in Bezug auf Israel, weil er halt da vor dem Thema keine Ahnung hat. Über zum Thema Islam, von dem er auch keine Ahnung hat, und seinen seltsamen Poesiealbumsprüchen und Weisheiten, von denen er halt auch keine Ahnung hat. Ja, ich bin gespannt, was hier jetzt kommt. Freue mich regelrecht drauf. Beim letzten Mal haben wir wirklich ausgezeichnet gelacht und uns über Ahmad amüsiert. Ja, wenn jemand schon kein Vorbild sein kann, kann er immer noch als schlechtes Beispiel herhalten. Dann schauen wir doch mal, was unser Maiskolben-Fanboy so von sich gibt. Vor einer Woche habe ich ein Video über den YouTuber Ahmad gemacht. Der hat zwei Videos hochgeladen, die ich kritisiert habe. Im ersten hat er die Aktionen, die Apo Red gebracht hat, heruntergespielt und verharmlost. Und im zweiten hat er dann aufgelöst, dass es alles ein soziales Experiment war. Jetzt hat er ein Antwortvideo mit dem Titel YouTuber hetzt gegen mich und blamiert sich gepostet und ich bin fasziniert. Also nicht, dass er ein Antwortvideo gemacht hat, weil davon bin ich ausgegangen, sondern einfach, dass er die Sachen, die er da sagt, wirklich ernst meint. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt es richtig gehört. Heute geht's mal wieder um Ahmad. Wer das erste Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch das zwecks Kontext in der Beschreibung, aber keine Sorge, ich versuche das hier trotzdem so irgendwie als eigenständiges Video. Hier unten so einen kleinen Alina Bachmann Aufsteller, den will ich haben. Hier, tatsächlich. Ich will den Großen aber auch haben. Aber keine Sorge, ich versuche das hier trotzdem so irgendwie als eigenständiges Video aufzubauen, falls ihr es nicht gesehen habt. Aber die, die es gesehen haben, wissen noch, dass ich am Anfang einen Clip reingenommen habe von seinem ersten Video. Okay? Und da hat er das gesagt. Aber egal, Leute, am Ende des Tages wird das wahrscheinlich einer der besten Kanäle auf ganz YouTube. Aber selbst mit so einer schlechten Kamera, selbst mit so einem Hintergrund, werde ich jeden Einzelnen auf dieser Plattform toppen. Mit Ansage. Ahmad hat natürlich dann gesagt, das sind ja, dass man alte Videos nimmt, das sei ja nicht ernst gemeint. Ja, Ahmad ist aber auch derjenige, der immer gegen KuchenTV hetzt und seine alten Videos, für die er längst runtergenommen hat oder die er widerrufen hat oder wo er sich entschuldigt hat, immer wieder als Beispiel nimmt, um seine Hassrede weiter zu pushen. Ja, ich wundere mich, warum Ahmad noch auf YouTube vorhanden ist. Auf allen Plattformen ist er wie sonst gesperrt, also selbst bei TikTok, also die sozusagen die personifizierte in App gepresste Hass, da ist er ja normalerweise dauernd gelöscht. Und jetzt faselt er halt auf YouTube. Ihr werdet sehen. Er hat dieses Video genommen, eingeblendet und gesagt, boah, ich weiß nicht, wie kann man so von sich selbst überzeugt sein und so weiter. Obwohl jeder, der mich kennt, ganz genau weiß, dass das selbstironisch gemeint war. Genau danach, was er weggeschnitten hat. Er hat doch eh keine Freunde. Sage ich sogar, weil ganz ehrlich, am Ende des Tages zählt nicht, was für ein Auto man fährt, sondern der Fahrer dahinter. Ja, Mann, das war von Fast and Furious. Ich fühle mich gerade echt cool. Gott. Und das hat er einfach nicht reingeschnitten. Da ist es offensichtlich, dass es Spaß ist. Direkt danach schneide ich ein Meme ein. Er nimmt aber diesen Clip von mir von vor über einem Jahr und stellt mich als arrogant dar. Was? Ja, ich habe den Teil auch gesehen, aber es löste nichts. Es löste nichts auf, so du hast ja einfach nur über den Spruch gelacht, den du da gebracht hast. So, ich habe das nicht so verstanden, als wäre das jetzt irgendwie die Auflösung. Aber er meint jetzt quasi, ich habe den Clip jetzt so rausgeschnitten, damit das halt so rüberkommt, das wäre voll der Arrogante und so, okay? Und direkt danach, 10 Sekunden später, macht er das. Wenn ihr glaubt, dass das noch nicht genug ist, jetzt wird es erst richtig schlimm. Sein Motto ist, die beste Sendung auf ganz YouTube. Das steht in der Bio nochmal. Die beste Sendung auf ganz YouTube. Das heißt, er macht das sogar auf Ernst. Er sagt das in jedem, fast in jedem Video. Willkommen zurück zur besten Sendung auf ganz YouTube. Bruder. Ja, mit dem Unterschied, dass das Format von Kaiser und seine Inhalte und seine Art und auch die Qualität durchaus den Anspruch hat, die beste Sendung auf ganz YouTube zu sein. Ja. Ein richtiges Mikro, geiles Setup, Humor, guter österreichischer Akzent. Ja, dafür kann er ja nichts. Bitte, Österreicher, jetzt hatet mich nicht. Ich weiß ganz genau, jetzt kommen alle drunter. Hast du was gegen Österreicher? Ich sag lieber nichts mehr. Glaubst
du, das ist ernst? Ich sag sogar noch in diesem Video gegen Ahmad, sag ich das hier. Was kommt als nächstes, dass irgendein Trottler behauptet, er hat die beste Sendung auf ganz YouTube? Cringe. Ich meine, geht's irgendwie noch offensichtlicher, aber das hat er by the way rausgeschnitten. Er meint, ich schneide irgendwas aus seinem Video raus, um ihn arrogant wirken zu lassen, aber bei mir macht er 10 Sekunden später genau das Gleiche. Wann hast du sowas hier gesehen, dass du jemanden kritisierst und dann im selben Moment noch das Gleiche machst? Aber wisst was? Eigentlich bin ich ja froh darüber, weil das war... Jetzt kommt jetzt schreiben die ganzen Leute, jetzt schreibt ihr ja schon rein, was heißt, jetzt, ich wusste, ich hab die Büchse der Pandora geöffnet und meine ganzen Zuschauer schreiben jetzt hier rein, was hast du gegen Österreicher, Österreich, was hast du geschrieben, Österreich ist doch Deutsch, ganz vorsichtig, Randy, vorsichtig, ganz gefährlich, ganz gefährlicher Witz. Anschluss. So, wir gehen weiter. Ah ja, genau, mein Argument. Eigentlich können wir das Video jetzt beenden, oder? Danke fürs Zuschauen, macht es gut, gell? By the way, habe ich sogar noch einen Clip reingenommen, wo er das gleiche bei KuchenTV macht und er blendet das sogar noch ein und anstatt, dass er darauf eingeht, sagt er Folgendes. Er sagt, Ahmad hat schon bei mehreren YouTubern und Streamern das rausgeschnitten. Er ist bekannt irgendwie, dass er Sachen aus dem Kontext schneidet. Bei wem? Bei wem bitte? Der Einzige, der... Ja, bei KuchenTV. Bestimmt auch bei mir. Ich nehme ihn ja auch nicht so ernst. Ja, aber bei Kuchen auf jeden Fall, weil Ahmad KuchenTV als sein Karrieresprungbrett ansieht. Deswegen macht er auch dauernd, also er ist so richtig fanatisch, wie so ein Stalker hinter KuchenTV und weiß, dass er damit viel Klicks und Geld verdient und deswegen macht er irgendwie gefühlt jeden Tag ein Video gegen KuchenTV. Der es gesagt hat, ist KuchenTV und seine Gefolgschaft. Er bedient sich KuchenTVs Narrativ, macht aber in demselben Video genau das Gleiche. Also wer von uns schneidet Sachen aus dem Kontext? Du. Ganz einfach. Und ich bin noch nicht mal voll stark, Digga. Na, Spaß beiseite. Ich habe ja mal ein Video gegen Wash gemacht, weil der sich halt meiner Meinung nach für Fame und für Klicks halt komplett verstellt hat. Der hat dann ein Antwortvideo drauf gemacht und ich habe halt kommentiert so, ja, stabiles Video, würde sagen 8 von 10. Ahmad meinte jetzt, Wash hat mich komplett zerstört und er hat recht. Warum antwortest du nicht auf das Video von Wash? Warum nur ein Kommentar, 8 von 10, guter Konter? Nein, ich habe gedacht, ich nutze jetzt die Gelegenheit und ich sage einfach mal ein paar Sachen zu dem Wash-Video. Punkt Nummer 1. Ich habe Wash vorgeworfen, dass er ein Video, das er über Ron Bileski, glaube ich, gemacht hat, dass er das gelöscht hat, aber in Wahrheit wurde das gestrikt. Habe ich nicht gewusst, der Punkt geht auf jeden Fall an Wash. Der Boy hat insgesamt 4 Videos gegen Unge gemacht und als Unge auf ihn dann reagiert hat, hat er diese Videos privat gestellt. Und er hat jetzt gemeint, ja, das hat er aus Menschlichkeit gemacht. Ich bin der Meinung, das hat er halt gemacht, um sich ein bisschen einzuschleimen. Weil wie komisch kommt das bitte? Ich denke immer, der schläft gleich, der hat die Augen immer so halb auf. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen mehr mit Wash befasst. Eigentlich scheint das ein doch recht korrekter Dude zu sein. Er kommt da komplett falsch rüber. Ich habe ihn auch ganz falsch eingestuft. Also ich habe ihn eigentlich so abgehakt, okay, der nächste Trottel-YouTuber, der vor der Gardine sitzt. Aber da sind schon manche Inhalte drin, die doch stabil sind. Ja. Dass ich mit dem sympathisiere und noch Videos auf meinem Kanal online habe, die ihn kritisieren. Ich habe zum Beispiel auch Videos online, wo ich unter anderem KuchenTV kritisiere, weil es in dem Moment halt einfach angebracht war, weißt du, was ich meine? Aber ich werde jetzt nicht alle runternehmen, einfach nur, weil wir uns letzten Dienstag hinter der Bushaltestelle geküsst haben. Dann kommt aber das Allerbeste, okay? Wash hat nämlich ein Video gemacht, wo er unglaublich viel Scheiße. Diese Brille. Warum holt man sich so etwas? Schießt man die sich an der Kirmes? Wenn ihr so 12 Sterne abgeschossen hat mit dem Luftgewehr, kriegt er dann so eine Brille? Scheiße labert, Leute frontet, extrem egozentrisch rüberkommt und logischerweise habe ich dieses Video halt auch kritisiert. Dieses Video, was er die ganze Zeit zeigt, das war ein Affektvideo. Dieses Video habe ich aufgenommen, komplett wutgeladen, komplett sauer und ich habe mich komplett verarscht gefühlt. Ich habe komplett aus dem Affekt gehandelt, aber natürlich, er benutzt dieses Affektvideo als Grundlage für das ganze Video. Okay. Jetzt hätte ich hier wieder gehatet. Die Brille ist nice, er traut sich. Ich meine, was, weißt du was, Masun? Wir schauen das Video jetzt weiter. Ich wollte das eigentlich allein für das Bashing-Video zu Tim Kellner benutzen. Jetzt schauen wir das mit dieser Trottelbrille. Also Wash lädt ein Video hoch und alles, was drin gesagt wird, darf man nicht ernst nehmen oder nicht kritisieren, weil es ja aus dem Affekt gemacht wurde.
Was? Erstens, woher soll ich wissen, unter welchen Umständen dein Video gemacht worden ist? Und zweitens, was macht das für einen Unterschied? Wenn du angepisst bist, änderst du dann deine ganzen Meinungen? Hä? Dann lacht er auch noch drüber, dass ich sage, du kannst dich dabei eine Story erfinden, wo du Tanzverbot irgendwie schlecht darstellst, ohne Auflösung im Video, in der Beschreibung oder zumindest in den Kommentaren, weil das ist halt einfach, es geht halt einfach nicht. Er sagt dann so, ja, Tanzverbot hat mir, nachdem ich es gepostet habe, geschrieben und dass er es cool fand und sowas. Ja, Glück gehabt. Zu dem Zeitpunkt, wo du das gepostet hast. Glück gehabt. Wusste er das ja nicht einmal, dass so ein Video kommt. Also eigentlich hätte er dich auch anzeigen können. Eigentlich waren die einzigen zwei großen Punkte halt, dass das Ron Bielecki-Video halt gestrikt worden ist und nicht gelöscht wurde. Das sehe ich ein. Und dass er das andere Video im Affekt aufgenommen hat und ich deswegen irgendwie nicht drauf eingehen darf. Wenn man den zwei Sachen zustimmt, dann bin ich so fair und sage, yo, das kann man als 8 von 10 sehen, weil das ist halt dann nur noch Interpretationssache so. Aber wenn ich jetzt ein 10-Minuten-Video hochlade, wo ich Scheiße laber und irgendwer kritisiert mich dann dafür und ich sage, naja, das darfst du nicht, weil das ist im Affekt gemacht worden. Und das Krasseste ist, in diesem Video gegen mich redet er wieder über Wash, diskreditiert ihn da wieder, schneidet da wieder Sachen aus dem Kontext über ihn. Wo? Wo? Weißt du was? Ja, das ist ja, das ist wieder diese Strohmann-Argumente, die Ahmad so bringen. Oh, ich kann diese Brille nicht mehr tragen. Ich komme mir vor wie dieser 1% Kasper da. Oh. Oh. Irritierend. Blendet euch jetzt einfach den gesamten Clip ein. Was denkst du, wie erfolgreich wirst du mit YouTube? Also, auch das ist eine coole Frage. Als ich Meinungsblogs gemacht habe, dachte ich werde der größte Meinungsblogger irgendwann. Also, ich war wirklich sehr überzeugt von mir. Mittlerweile denke ich mir, das ist gerade eine Aufbauphase. Was danach kommt, ist erstmal irrelevant. Ich will für mich selber erstmal diesen Status des Machers entwickeln. Und danach können wir gucken, wie erfolgreich ich werden kann. Wo genau war das jetzt Diskreditierung oder irgendwie aus dem Kontext gerissen? Die Aussage ist immer noch genau die gleiche. Ahmad haut einfach solche Sachen raus. Er sagt, der Kaiser macht etwas Schlechtes, aber er weiß es dann einfach nicht. Und hier geht's direkt weiter. Viel mehr Dislikes als Likes, fast nur negative Kommentare. Und dass das Video anscheinend auch viel mehr Dislikes als Likes hat, ist halt auch einfach falsch. Das stimmt halt noch nicht mal. Er wirft mir vor, dass ich mich nicht 10 Minuten mit dem Thema beschäftigt habe, hat aber nicht 10 Sekunden mit meinem Kanal sich beschäftigt. Doch, wenn man sich seinen Kanal befasst, weiß man, dass er maximal gedisliked wird. Und ich habe keine Ahnung, wo dann die, wo die Gefällt-mir-Likes herkommen, ob die irgendjemand gekauft hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Community so dumm ist, wirklich so strohdumm, dass sie ein Like da lassen bei den Mistvideos, die Ahmad von sich gibt. Denn das ist ja meistens immer ein Griff ins Klo. Anscheinend, weil er nicht mal weiß, welche Videos ich hochlade und nicht mal geschaut hat, wie viel Dislikes das Video hat. Beide Videos hatten fast 60, eins hatte sogar fast 70% Likes. Also oha, oha, 70% Likes. Solche Videos sind, oh, schau mal hier, 55%. Das ist einfach nur, schau, da habt ihr dann 1000 Fanboys, die das Video sich gar nicht anschauen. Nee, 1000 gekaufte Likes, 500 Fanboys und 400 Leute, die grenzdebil sind. Es ist also, das ist ein Zerriss. Kein einziges meiner Videos hat so eine beschissene Bewertung. Ich glaube, das schlechteste Video, und da gab es massivste Dislikes durch die ABK-Army. Ich glaube, ich hatte 75%? 55 ist schon, das ist schon bitter. Also die haben beide mehr Likes als Dislikes. Ach so, das mit den Dislikes stimmt also nicht. Wollt ihr wissen, woher ich die Information habe? Wollt ihr es wissen? Von Ahmad. Sekunde 21 in seinem Das nämlich, ich muss jetzt so ein Gesicht machen, damit ich was fürs Thumbnail habe. Das freut mich gerade. Ach Gott. Ah, hat er sich einfach selbst die Ehre genommen. Das ist Mobbing, was ihr gerade macht. 9 von 10 finden Mobbing okay. Jobcenter, 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt geh weg, keiner mag dich. Nein. Das ist herrlich. Auflösungsvideo, zeigt er doch die Dislikes. Ich habe vor ungefähr über einer Woche einer meiner schlecht bewertetsten YouTube-Videos, seitdem ich YouTube mache, gepostet. Das stimmt halt noch nicht mal. Er wird mir
Papier vor, dass ich mich nicht 10 Minuten mit dem Thema beschäftige, weil er nicht mal weiß, welche Videos ich hochlade und nicht mal geschaut habe. Beide mehr Likes als Dislikes. Er hat eine Like-Rate von 30% auf seinem Video. Ich nehme sein Video als Quelle und er sagt einfach nein. Ich nehme Ahmad als Quelle und er sagt einfach nein, deine Statistiken sind falsch. Weißt du was, vielleicht bin ich auch einfach selber schuld. In dem Video, wo du in den Titel schreibst, dass ich mich blamiert habe, sagst du einfach, dass deine eigenen Statistiken falsch sind. Und wenn ihr glaubt, vielleicht hat Ahmad sich einfach nur geirrt, dann passt mal genau auf. Er hat 2 Screenshots eingeblendet, die angeblich die echten Dislikes auf beiden Videos zeigen sollen. Die sind aber überhaupt nicht richtig. Ich bitte euch, ladet euch eine App oder eine Browser-Extension runter und checkt die beiden Videos ab. Im Auflösungsvideo hat sein ApoRed-Video 2600 Dislikes und in seinem Antwortvideo gegen mich hat keins der beiden Videos mehr als 1500. Ahmad hat gesehen, dass ich recht habe, aber weil sein Ego dadurch verletzt wurde, hat er einfach 2 komplett falsche Screenshots eingeblendet, um mich als Lügner darzustellen. Oha! Oha! Hat der gute Ahmad da etwa gelogen? Ein kleiner Schwindler? Ein kleiner Schwindler? Na, 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 na. Na? Da haben wir das Passende für den guten Ahmad. Moment. Shame. 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 Und das mit 100%igem Wissen. Eigentlich kein Wunder, dass Ahmad mit ApoRed sympathisiert. Sind nämlich beides absolut lächerliche Lügner. Meine Freunde, jetzt kommt aber der eigentlich wichtigste Teil von dem ganzen... Oh, das ist schön, ich kann es zitieren als Thumbnail. Ahmad der Lügner. ...Video, nämlich jetzt geht's um Rassismus. Ahmad hat ja, während er ApoRed verteidigt hat, diese Aussage hier gebracht. Was haben die anderen YouTuber in ganz YouTube Deutschland damit zu tun? Ergötzen die sich da dran? Ist es, weil er ein Kacke ist, ein dummer Kacke? Passt das in deren Stereotyp rein? In dieses Stereotyp von diesen ganzen politisch korrekten Deutschen? Passt das da einfach rein? Oder ist das einfach nur Kacke gegen Deutscher? Selbstverständlich wurde diese Aussage von allen Seiten kritisiert. Und ich habe mir so gedacht, okay, wenn Ahmad jetzt ein Antwortvideo darauf macht, dann wird er wahrscheinlich sagen, okay, schaut her, diese Aussage war vielleicht wirklich nicht in Ordnung, das hätte ich wirklich nicht sagen sollen, es kommt nicht mehr vor. Und er macht alles nur noch schlimmer. Der hat mich einfach zum Extremisten gemacht. Das ist so krass, weil ich in Frage gestellt habe, am Ende meines ApoRed-Videos habe ich in Frage gestellt, gefällt euch dieses Bild vom dummen Wie kann es sein, dass man sowas interpretiert? Er sagt, dass ich Hass gegen Almans verbreite, weil ich das in Frage gestellt habe. Wirft ihr mir das alles jetzt vor? Du spaltest gerade, du machst gerade einen Spalt zwischen Almans. Ja, eigentlich ist Ahmad derjenige, der dafür sorgt, dass Leute glauben, dass Menschen deutsche Vorurteile auf einmal bekommen. Sollten sie auf die Herkunft oder den Migrationshintergrund achten, was eigentlich keiner macht. Und Nacken, mir und den anderen. Ich habe sowas noch nie gemacht. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ahmad geht her und sagt in Bezug auf Mimi, Stay, Unge und Co. Warum hatet ihr ApoRed? Ist es, weil er ein dummer Ausländer ist? Und dann dreht er es so um, dass ich derjenige bin, der die Gesellschaft spaltet, weil ich das nicht in Ordnung finde. Was? Tut mir leid, dass ich das kritisiert habe. Nach Ahmads Logik könnte ich jetzt einfach hergehen und sagen, Ahmad, bist du der größte Vollidiot auf YouTube? Und er wird sich denken, ja, das ist ja jetzt nur in Frage gestellt worden. Also eigentlich hat das keine Aussagekraft. Was? Wenn man etwas in Frage stellt, darf man das nicht kritisieren. Wenn man etwas im Affekt hochlädt, ungekennzeichnet, dann darf man das nicht kritisieren. Oida, worüber darf ich überhaupt noch reden? Oida. Als nächstes lädt er was hoch und will mir erzählen, dass er It's just a prank, bro, geblinzelt hat im Morsecode. Der einzige Punkt, wo ich sage, er hat recht. Oh, ich feiere das Video. Oh, ich glaube, das ist das beste Video, was Kaiser bisher rausgebracht hat. Er zerlegt ihn ja dermaßen. Ist mal Real Talk. Wenn Ahmad nur einen Funken Anstand besitzt, ein bisschen Ehrgefühl, dann geht er jetzt in seine YouTube-Verwaltung und löscht seinen Kanal. Dann würde ich sagen, okay, der Junge ist lernfähig. Er müsste jetzt seinen Kanal löschen, weil er komplett so zerlegt worden ist, dass er immer als der Lügner dasteht, der er ist. Kaiser hat ihn einfach nach allen Regeln der Kunst hops genommen. Ist, dass ich Kommentare eingeblendet habe, die gesagt haben, yo, du löscht Kommentare. Es ist blöderweise so, dass YouTube manche Kommentare automatisch löscht, wenn sie heftig beleidigen oder als Spam eingestuft werden. Man kann sogar beim Hochladen die Option alle Kommentare zulassen, auswählen, damit das eben nicht vorkommt, aber trotzdem passiert. Und ja, keine Ahnung, ich habe da einfach nicht dran gedacht. Das ist wirklich meine Schuld. Das war blöd von mir, da habe ich wirklich einen 200-IQ-Moment gehabt. Da hat Ahmad recht und ich möchte mich dafür entschuldigen. Aber eine Sache gibt es noch, bei der wieder... Davon muss man sich gar nicht entschuldigen. Das ist normal, dass das
ausgeblendet wird. Oft ist es ja aus gutem Grund. Nachweislich labert. Nämlich ist er der Meinung, dass er in seinem Auflösungsvideo den Beweis dafür gezeigt hat, dass das ja alles vorher geplant war. Schauen wir mal wirklich, ob ich einfach nur Scheiße gelabert habe und mich da raus... Ja, hast du. Ganz einfach. Schmutz. ...finden wollte. Am 30. August, wie ich es euch in meinem letzten Video gezeigt habe, habe ich mit dem ApoRed-Kritiker telefoniert. Das Datum, wann ich mit dem ApoRed-Kritiker telefoniert habe, ist fest. Man hat einfach mein Video nicht geschaut und nicht gehört, worum es überhaupt im Video ging. Okay, also er hat mit einem ApoRed-Kritiker telefoniert und meint, ja, das hat er alles in seinem Auflösungsvideo schon gezeigt, dass das schon viel früher... ApoRed-Kritiker. Er hat irgendjemanden random... Der hat die ganze Zeit so getan, als ob es Mimi ist, aber war halt irgendwas random. Passiert ist. Stimmt, aber wieder nicht. Das Einzige, was er eingeblendet hat, war eine Sprachnachricht ohne Kontext, ohne Datum, ohne irgendwas. Und das sollte der Beweis sein. Wie ich es euch in meinem letzten Video gezeigt habe. Einfach faken wie ApoRed. Der Punkt ist, dass Ahmad sagt, er hätte im Auflösungsvideo das Datum gezeigt, an dem er telefoniert hat. Das ist aber falsch. Er zeigt das nämlich weder im Auflösungsvideo noch... Moment, hat er... Hey, da war ich ja eingeblendet. Ich habe mich gesehen. Mein Narzissmus in mir sagt mir, ich bin gut. In irgendeinem anderen Video, aber dann behauptet er, ich hätte sein Video nicht gesehen. Ahmad, hast du eigentlich dein eigenes Video gesehen? Ja, jetzt ist blöd gelaufen, ne? Er hat es, by the way, dann noch versucht zu beweisen, indem er im dritten Video noch eine Audio abspielt, aber jetzt hört mal genau hin. Das ist so perfekt. Jetzt werden einige Leute haten, einige Leute werden auch Dingses, einige Leute werden Videos machen. Und dann kann ich genau das machen, was ich machen wollte und zeigen. Die Audio war also genau das. Er hat sie weder im Auflösungsvideo noch in dem Video weiterlaufen lassen als zu der Stelle. Und das, was danach kommt, ist ja eigentlich das wirklich Wichtige. Und das schneidet er einfach weg. Warum? Und dann kann ich genau das machen, was ich machen wollte und zeigen. Die Audio war also genau das. Und dann kann ich genau das machen, was ich machen wollte und zeigen. Wer lustig ist, kann sich gerne das ganze Video von Ahmad anschauen. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr checken, ob ich jetzt hier Sachen aus dem Kontext geschnitten habe oder nicht. Ich würde, wenn, dann in einer Live-Debatte weiter diskutieren, aber auf meinem Kanal will ich halt so bleiben, dass ich ein bisschen mehr Abwechslung bringe. Und ja, meine Freunde, lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir gerne ein Like da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich. Wirklich gut. Wow. Er hat ihn einfach komplett hops genommen. Also wirklich sowas von zerlegt. Komplett. Er hat einfach nachgewiesen, dass Ahmad gelogen hat. Er zeigt, wie er manipuliert, wie er Sachen aus dem Kontext schneidet, wie er Strohmann-Argumente aufbaut, wie er Whataboutism betreibt, wie er dann Rassismus sich zusammenfantasiert, um irgendwie Mitleidschiene zu bekommen. Das war's doch komplett. Gut, vorher hat auch niemand Ahmad ernst genommen und jetzt nach diesem Video, so bitte. Soll auch bitte in Malaysia bleiben. Wirklich Hut ab vor Kaiser. Grüße nach Österreich. Lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, schaut euch gerne auch das Originalvideo bei Kaiser an. Könnt ihr auch mal gerne liken. Kommt drüber auf Twitch, denn dort habt ihr die Reactions immer vorher, weil ich erst frühestens 2 Tage später hochladen kann. So sind die Twitch-Regeln. Dankeschön.